Hey ihr Lieben, ich glaube, der Titel lässt es schon vermuten. Es ist einiges passiert bei mir in letzter Zeit und deswegen war ich auch abwesend hier auf YouTube und ich nutze jetzt einfach dieses Video als Labervideo und ein bisschen Stellung dazu zu beziehen. Deswegen macht euch drauf gefasst, ich weiß nicht, wie lange es wird, aber das gibt jetzt keine großen Inhalte außer Personal Insights in mein Leben. Ja, wie soll ich sagen? Vor, weiß ich nicht, von ungefähr einem Monat ist bei uns in der Familie leider ein schwerer Schicksalsschlag passiert. Es gab da einen Todesfall, der uns alle sehr, sehr mitgenommen hat. Und deswegen war ich kurzzeitig komplett von Social Media weg. Und das habt ihr ja vielleicht auch mitbekommen. Ja, auch auf Instagram war ich nicht mehr, keine Stories und kein gar nichts. Und ich habe auch gar nicht mehr konsumiert, weil dann einfach mit einem Mal so bam, die Prioritäten komplett anders sind. Einfach wirklich komplett anders. Ja, und dann habe ich natürlich ein Statement auf Instagram gegeben, weil das ja der einfachere Weg ist. Aber so YouTube ist immer nochmal eine andere Sache. Ich finde, dass YouTube doch nochmal die Schwelle, in Anführungsstrichen, ohne irgendwem zu nahe zu treten, aber oberflächlicher ist. Hier wird andauernd darüber gesprochen, hat sie abgenommen, hat sie zugenommen, sind ihre Haare heller, hat sie 3 Pickel auf der Stirn und ja, die Inhalte sind nicht mehr so, wie sie früher waren, deswegen habe ich auch lange überlegt, ob ich das Video überhaupt mache, aber ihr sollt auch schon Bescheid wissen, weil ihr, meine Community, diejenigen, die meine Videos noch klicken, ich glaube, dass das ein schöner Zusammenhalt ist, ja. Und deswegen hoffe ich, dass ihr Verständnis habt, dass ich so lange Zeit weg war. Auch als es mir dann wieder besser ging, habe ich mich noch nicht so danach gefühlt, mich vor die Kamera zu setzen. Man braucht da ja auch irgendwie so diesen Antrieb. Aber ich fand es total süß, wie viele von euch mir privat geschrieben haben über die verschiedensten Kanäle, sei es Facebook, sei es Twitter, sei es Instagram oder sogar Snapchat. Also das tut irgendwie gut, dann zu merken, dass man in den letzten Jahren doch irgendwo Menschen erreicht hat und dass irgendwie diese Menschen dann doch zu meinem Leben gehören. Also ihr gehört zu meinem Leben. Es war jetzt nicht so wie natürlich meine Familie, aber wir sind ja eine andere Familie. Wir sind die kleine YouTube-Lifestyle-Mini-Tiefgang-Community. Ja, und da wollte ich euch auch nochmal vielen, vielen Dank sagen. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel schönes Feedback in letzter Zeit bekommen. Ich habe gemerkt, dass meine Community sich für mehr interessiert als nur rosa Glitzerherzen. Und das ist schön. Also das hat mir richtig, richtig gut getan. Weil ihr werdet es selber kennen, wenn ihr selber schon mal durch so eine schicksalsbehaftete Phase gegangen seid, dass die ja lange andauert. Und auch wenn sie vorbei ist, ist trotzdem ein Teil des Lebens wird. Und ich habe ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, zum Verlust eines geliebten Menschen, weil mein Papa auch vor 8 Jahren mittlerweile gestorben ist. Und ich wirklich nur noch eine ganz, 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 ganz kleine Familie habe. Also wirklich, kann ich an einer Hand abzählen, sonst ist nichts mehr da. Und das ist ja auch das, was ich euch immer mit auf den Weg gebe. Viele von euch sagen, Janine, du bist so positiv und wie machst du das? Und ich glaube einfach dadurch, dass so viel passiert ist, mache ich mir sehr, sehr häufig bewusst, dass das Leben ein Geschenk ist und dass wir nicht auf Wunder warten sollen, sondern sie selber bewegen können, anstatt zu warten. Und das Leben einfach mit all seinen Facetten zu genießen und es zu leben. Deswegen habe ich auch meinen Namen ja vor einem, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so umbenannt, weil ich einfach euch das vermitteln will. Weil ich glaube, es gibt einfach so viele Menschen, die euch den richtigen Concealer zeigen und im Herzen werde ich immer eine Schminktussi bleiben, das wisst ihr. Und auch ich mag schöne, bunte Dinge. Und wenn ihr mir auf Instagram folgt, gerade mit meiner Loving Life Challenge, mit der Hashtag Challenge, merkt ihr, dass es mir auch Spaß macht, über diese schönen Oberflächlichkeiten des Lebens ja mitzumachen. Jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Aber möchte euch vor allen Dingen vermitteln, dass eben das Leben gelebt werden soll. Und egal, in welcher Situation ihr gerade seid, es gibt immer, 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 immer einen Ausweg und es gibt immer eine Zukunft. Ich
kann das jetzt mal einfach so streuen. Ich habe früher mal gesagt, irgendeine Zukunft gibt es immer. Die Welt ist noch nie einfach so stehen geblieben. Und genau das ist der Punkt. Auch wenn ihr euch gerade in einer Scheißphase befindet oder wenn ihr denkt, boah, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, ihr schafft es. Ihr habt nämlich gar keine andere Wahl. Und das ist auch irgendwie schön. Irgendwie in diesen Situationen fängt man an zu funktionieren. Erst funktioniert man. Und mit jedem Tag findet man wieder mehr ins Leben zurück. Bis man das Leben so akzeptiert, dass es anders geworden ist und dieses Anderssein trotzdem zu schätzen weiß. Anders ist anders, anders ist aber nicht falsch. Ja, und noch so eine Wortphrase, die ich aber letztens noch bei Instagram Stories gezeigt habe, dass dieser Spruch schon viele, viele Jahre zu mir gehört, also irgendwie schon über 10 Jahre. Gib nie auf, denn sonst wirst du niemals wissen, ob du es nicht doch noch geschafft hättest. Da musste ich mich kurz sammeln. Ja, das ist tatsächlich so. Und ich muss schon fast ein bisschen selber lachen, weil mein Chef hört viele Podcasts und er ist auch sehr Coaching-affin. Und er hat letztens einen Spruch gesagt, den möchte ich euch auch weitergeben. Und zwar leben 2 Wölfe in euch. Einer ist der absolut motivierte, glückliche, helle, der Freude bringt, der positiv in die Zukunft schaut, der alles meistert, der energiegeladen ist. Und es gibt einen Wolf, der ist grau, der ist düster, der hat Angst, der ist wütend. Und dann fragt euch mal, welcher dieser beiden Wölfe in eurem Leben gewinnt. Die Frage oder beziehungsweise die Antwort ist ganz einfach, den ihr füttert. Und so schmunzelnd ich jetzt über diese Geschichte muss, aber so wahr ist sie auch. Wenn ihr euch reinlegt in Selbstmitleid, dann bringt es euch nicht weiter. Versucht immer das Positive zu sehen und weiterzumachen. Und ich habe gerade voll das Gefühl, dass es eher so eine Selbsttherapie-Session ist, die ich dann einfach mit euch teile. Aber ich hoffe, ihr könnt da irgendwas abgewinnen. Ich wollte einfach nur mal drauf losreden und ich freue mich jetzt auch auf viele, obwohl ich jetzt gerade in dieser Situation stecke, freue ich mich auf viele Dinge, die jetzt auf mich warten. Ich habe tolle Ideen und Sachen, die bald passieren werden und da freue ich mich wirklich drauf. Auch schöne Kooperationen, die mit meinem YouTube-Hobby zu tun haben. Ich fliege in 2 Wochen nach New York, toi toi toi, mit meiner Mama und mit meinem Freund und ich brauche das mal, so ein bisschen in eine andere Welt einzutauchen und weg zu sein. Ja, und ich mache gerade eine Hashtag-Challenge auf meinem Instagram-Account, die Loving Life Challenge. Also da gibt es zu jedem Tag im Monat Juni einen Hashtag und darunter sammeln wir Bilder. Und das wird total gut angenommen. Also ich freue mich voll. Das hat total was von Community-Gefühl von früher. Also diese... Wir machen als Community was zusammen und es muss nicht unbedingt perfekt aussehen, sondern nur zum Thema passen. Und ich komme richtig in den Austausch wieder mit euch, mit meiner Community. Und das ist echt mega. Ja. Ja, ansonsten gibt's nicht... Wenn ich schon mal hier mit Lebensweisheiten und Regeln und whatever bin, möchte ich eine Sache übrigens sagen. Es ist mal ganz spannend. In meinen letzten Instagram-Bildern und so, da kriege ich oft den Kommentar so, wow, du hast ja mega abgenommen, du siehst wunderschön aus. Erstmal schockiert mich das, weil ich überhaupt gar kein kleines Gramm abgenommen habe. Eher das Gegenteil, durch diese Situation achte ich nicht so sehr auf meine gesunde Ernährung. Aber natürlich, durch Posing kriegt man einiges hin. Also ich meine... Ich gucke mir auch bei den großen und schönen Bloggern ab, wie sie sich hinstellen, damit Beine schlanker aussehen oder die Plauze ein bisschen in den Hintergrund rückt und der Körper mehr S-förmig ist. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern es ist eher dieser Kausalzusammenhang, dünn gleich schön. Das irritiert mich immer total. Ich meine, es ist total nett, dass sie mir Komplimente macht und sagt, wow, du siehst ja hübsch aus oder weiß ich nicht, oder glücklich. Dann freue ich mich auch, aber nicht so, du siehst schön aus, weil du dünn bist. Das macht mich immer ein bisschen traurig. Und das soll kein Bodyshaming sein. Also
ich bin nicht pro adipös und ich bin nicht anti-schlank. Ich bin einfach für, seid gesund in eurem Körper und vor allen Dingen gesund in eurer Seele. Das ist viel noch viel wichtiger. Ich habe ja auch letztens dazu ein Video gemacht, das heißt irgendwie Sommerfit trotz Plus-Size. Da habe ich auch ein Statement dazu abgegeben. Also, wie ich das sehe und wie ich das halte. Ja. Gibt es noch irgendwas, worüber ich sprechen möchte? Ich glaube, erstmal nicht. Nee, ich weiß nicht. Was gibt es bei euch so Neues? Ich versuche jetzt wieder regelmäßiger Videos zu machen, weil es mich auch ablenkt und weil es mir auch irgendwo natürlich tief im Herzen Spaß macht. Und manchmal gehen andere Dinge einfach vor. Und das war in letzter Zeit für meine Familie da sein und in der Zeit, die ich hatte, Kräfte zu sammeln und auch mein Leben auf die Reihe zu kriegen, ne? Ich muss ja auch jeden Tag arbeiten gehen und so. so viel zu meinem Update. Habt ihr irgendwelche Videowünsche? Weil ich bin ehrlich, irgendwie ist mein Kopf so voll mit Dingen, die geklärt werden müssen und die mit der ganzen Sache zu tun haben, dass ich wenig extrem kreative Ideen habe und das immer erst bei anderen sehe und denke mir so, oh, das hättest du auch machen können. Also wenn ihr Ideen habt, was ihr sehen wollt, dann schreibt es mir gerne auch in die Kommentare. So ein, zwei Sachen weiß ich schon, was ich mache, aber... So, was ich jetzt mache, ist nämlich essen gehen. Wir haben nämlich eben für 10 Euro zwei Rinderfilet-Steaks zum Grillen geholt. Weil wir uns einfach mal dachten, ist Samstag, ne? Und außerdem braucht man immer einen Grund, um sich mal was zu gönnen. Das hört sich schon wieder so falsch an. Ich genieße es jetzt einfach und danke euch, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr meinen, wie viele Minuten sind es? Knapp 12 Minuten rumgeblabbel, ohne Ziel und Verstand, außer vielleicht euch teilhaben zu lassen und euch etwas Nützliches mit auf euren Weg zu geben, wenn ihr vielleicht auch struggelt. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video oder halt auf Instagram und Co. Ich freue mich. Ganz, ganz lieben Dank und fühlt euch gedrückt. Tschüss!